Und damit mit einem Tag Verspätung willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. Ich habe uns auf jeden Fall mal die nächste Fuhre rausgesucht und wir werden jetzt Doseneintopf von Brest nach Wischni Wolodjok nach Russland liefern. Das wird auf jeden Fall auch eine weitere Strecke werden. Hoffe ich mal, dass das alles klappen wird, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich gehe da einfach mal gute Dinge ran. Ansonsten, ja, kam ja gestern keine neue Folge raus. Es hat auch ein paar, oder was heißt ein paar, einen anderen Grund. Ich bin momentan so ein bisschen dem Online-Modus des Euro Truck Simulators verfallen. Also ich habe mir da erstmal einen Account gemacht und habe mit ein paar Leuten mal angefangen zu spielen. Ich muss sagen, das macht echt eine Menge Spaß. Also falls jemand von euch mal Lust hat, uns irgendwie sich uns anzuschließen, dann einfach mal eine Nachricht schreiben oder in die Kommentare unten reinposten, dann können wir mal zusammen Konvoi starten. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ich meine, der Nachteil ist natürlich, dass man da ohne Mods spielt, aber verglichen mit alleine rumfahren, das ist schon eine coole Sache. Ja, ansonsten habe ich halt ein bisschen um die Ohren momentan, deswegen kann es sein, dass es erstmal nur so alle 2-3 Tage eine Folge Euro Truck Simulator rauskommt. Aber wenn ihr es wirklich nicht aushalten könnt, dann könnt ihr euch mit Sicherheit auch mal die Aufzeichnung auf meinem Twitch-Kanal ansehen. Da sind wir auch die letzten Tage ordentlich durch die Gegend gefahren. Aber leider ohne Mods. Ich meine, das wäre natürlich ein Traum, wenn man mit den Mods zusammen, beziehungsweise mit der Pro-Mods-Karte im Multiplayer fahren könnte. Das wäre natürlich ein Highlight, aber gut. Ich habe mal ein bisschen im Forum gelesen, also technisch wäre das wohl möglich, aber da würde wahrscheinlich bei zu vielen Leuten irgendwie doch noch irgendwas schief laufen. Und ich kann es ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Das war ja auch teilweise so schon ein bisschen frickelig, das alles zum Laufen zu bekommen. Boah, das ist ja wie ein ganz schöne Bodenwelle hier gewesen. Ja, und ansonsten habe ich mir jetzt nochmal den Scania DLC gegönnt. Ich meine, natürlich ist es unpassend, dass ich jetzt hier momentan den Mercedes rumfahre, aber da haben wir auf jeden Fall für die Zukunft auch noch einiges an Aufrüstteilen. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Und ja, wie sieht denn eigentlich unser Trailer aus? 0% Schaden, sollte auch nicht anders sein. Der LKW hat 1%, aber gut, hilft ja nichts. Vielleicht ist es ja nur der Reifenverschleiß, könnte natürlich sein. Dann werden wir uns erstmal hier auf den Weg machen. Und eigentlich könnte ich doch auch mal hier die... Ups, das meine ich nicht. Das Navi eigentlich mal ausschalten. Wo ging das denn noch? Hier, alles klar. Denn wir haben ja sowieso ein eingebautes, dann muss man sich da gar nicht so einen Stress machen. Ja, der Tank hat noch 513 Kilometer Reichweite, dann werden wir auf jeden Fall mal auf der Strecke noch tanken. Ich werde mal gucken, wie weit wir noch mit der Füllung jetzt hier kommen. Erstmal hier den Tempomaten reinsetzen. Also gestern war es auf jeden Fall ganz lustig, gestern Abend, da sind wir mit 5 Mann am Ende im Konvoi gefahren. Auch quer durch Europa. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht. Also, kann ich euch noch anbieten, wenn jemand Bock hat, mitzufahren, einfach PN schreiben oder Kommentar hier unter das Video setzen. Das kriege ich auf jeden Fall alles mit und dann kriegen wir da schon mal einen Termin zusammen hin, würde ich sagen. Ich meine, was den Multiplayer-Modus angeht, da bin ich noch totaler Neuling. Also, ich habe schon was gelesen, dass man sich irgendwie noch eine eigene Spedition gründen kann. Habe ich auch noch keine Ahnung von. Muss ich mich nochmal irgendwie ein bisschen informieren und schlau machen. Naja, zumindest haben wir gutes Wetter heute mitgebracht. Das sieht doch ganz gut aus. Hm.
Ja, so knapp 90, denke ich mal, können wir auch gut fahren. Da drüben wird es natürlich ein bisschen zu schnell. Ja, vielleicht kommen wir hier am ADAC noch eben vorbei. Der möchte aber auch abbiegen. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ich habe das bei der KI schon erlebt, dass die auf den Abbieger wechselt und dann plötzlich wieder in die Seite reinzieht. Und da wir hier nicht so viel Geld verdienen pro Fahrt, müssen wir da auf jeden Fall mal ein bisschen aufpassen. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall mal langsam in die Region, wo es interessantere Straßen gibt. Und vielleicht kriegen wir dann ja als nächste Ladung auch mal hin, diese interessanten Seiten- und Zwischenstraßen zu fahren. Müssen wir mal sehen. Und die parken hier immer am Rand, gibt's ja gar nicht. So, vielleicht kommen wir hier mal vorbei. Der Globus, ja, da habe ich auch mal eine ziemlich bekloppte Reportage. Ich glaube, es war sogar Globus. Da haben sie, glaube ich, einen der größten Supermärkte in Russland eröffnet. Das war schon echt interessant. Ja, zumindest machen wir hier ganz gut Geschwindigkeit. Ich hoffe mal, dass die uns ja auch noch vorbeilässt. Ja, gut, wenn es jetzt bergab geht, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Das schaut gut aus. Ja, ich weiß gar nicht. Sollte ich vielleicht mal demnächst tanken? Ich guck mal eben auf die Karte. Wir fahren da jetzt erstmal hier an Minsk vorbei. Ja. Ich meine, Tankstellen kommen da noch einige auf der Strecke, sehe ich gerade. Vielleicht gehen wir hier hinten mal tanken. Oder auch erst dann. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich werde das einfach mal so ein bisschen im Auge behalten. Hat von euch denn eigentlich jemand schon mal den American Truck Simulator gespielt? Da würde mich mal interessieren, was da so eure Meinung zum Spiel ist. Also lohnt sich das, sich den auch zu kaufen? Also, oder ist die Karte noch recht klein? Wie sieht es da mit Mods aus? Ich habe da aktuell noch gar keine Ahnung. Ich meine, zumal erstmal wird ja sowieso der ETS2 gezockt, definitiv. Aber so für die Zukunft, dass man sich da mal irgendwas offen hält, wäre ja eine feine Sache. Ich habe online gestern mit ein paar Leuten geschnackt, die sagten irgendwie, dass man wohl nur, glaube ich, drei Bundesstaaten zur Auswahl hat. Was heißt zur Auswahl, aber zum Fahren halt zur Verfügung hat. Aber es sieht auch schick aus hier. Ob der Jäger hier, obwohl abends kommt er bestimmt auch hier an seine Tiere, die er sucht. Ich denke mal, dass wir es da gerade gehört haben im Hintergrund, das war mit Sicherheit die Kreditrate. Geblitzt wurde ich jetzt hier definitiv nicht. Niedriger Tankfüllstand. Ja, dann. Ich meine, wir haben zwar noch knapp 200 Liter drin. Dann werde ich trotzdem mal die nächste Tankstelle ansteuern, dass wir dort nochmal auftanken. So, mal wieder eine Baustelle, die mag ich ja besonders gerne.
Ich glaube, das war genau das Auto, an dem ich schon mal hängen geblieben bin. So, wenn ich das richtig sehe, muss ich auf jeden Fall mal die Spur wechseln. Dass wir weiter Richtung Minsk fahren. Ich dachte schon, er schaltet gar nicht mehr. Ja, bis jetzt läuft es ja wirklich ganz gut hier auf unserer Fahrt, würde ich sagen. Kein Grund, sich zu beschweren. Hier wenig Verkehr, gutes Wetter. Ja, ein bisschen wenig Sprit, aber der wird hier, glaube ich, auch nicht so sonderlich teuer sein. Schön, schön. Dann werden wir auf jeden Fall erstmal so ein paar Seitenstraßen hier abklappern. Also wenn wir die Furie zu Ende gemacht haben. Und ja, werden dann nochmal ein bisschen auf Russland-Expeditionen gehen. Und dann vielleicht auch mal, ja, wir haben ja so viel noch vor. Wir werden auf jeden Fall noch nach Skandinavien fahren. Definitiv in die Balkanländer fahren. Dann Ägypten wollte ich mir auch auf jeden Fall mal anschauen. Bin ich mal gespannt, wie das da so aussieht. Jetzt kommen wir in so eine kleine Waldregion. Auch schick, wenn man die Außenansicht wechseln, auch wenn ich da immer so ein bisschen unsicher in der Fahrweise werde. Man sollte eigentlich auch die nächste Tankstelle nicht mal allzu lange auf sich warten lassen. Wie gerufen. So, auf jeden Fall mal jetzt noch um tanken gehen. Was der Spaß gekostet. 55 Cent, das ist mal ein Witz. Werde ich definitiv voll machen. Ja, Tag ist dicht, wir dürfen wieder los.
haben wir auf jeden Fall für kleines Geld unseren Tank wieder vollgekriegt. Sehr schön. Jetzt muss ich mal zusehen, dass ich hier schnell mal wieder auf Geschwindigkeit komme, wenn die Kollegen hier vorne überfahren würden. Ja, tut mir leid, Busfahrer. Danke fürs Reinlassen. Ja, da haben wir ihn ganz schön ausgebremst. Ach, wir dürfen auch mal abbiegen. So, ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Das ist eigentlich ganz gut ausgebaut hier überall, ne? Zweispurig, da kann man nichts sagen. Lenkzeit wäre immer so eine Sache. Aber ich glaube, dass wir erstmal noch ein bisschen fahren können. Und direkt weiter auf der Autobahn. Ja, super entspannt. Was mir schon mal gefällt, ist, dass es hier echt schön lange Auffahrten gibt mit einem langen Beschleunigungsstreifen. Das finde ich so auf der Basiskarte so ein bisschen schade, dass die Autobahn ganz oft so von zwei Spuren dann auf eine abgeht, weil halt der Abbieger die Spur quasi klaut. Aber muss man sich ja nur dran gewöhnen, da geht's auch, aber es ist halt irgendwie nicht so ganz realistisch. Aber wie gesagt, denkt ruhig mal alle über den Multiplayer nach. Dann könnten wir mal einen schönen Tag finden, dass wir mal irgendwann am Wochenende am besten mal einen richtig schönen großen Konvoi fahren. Und dann vielleicht auch auf dem anderen Server, vielleicht auf dem Einsatzserver, wo auch die Geschwindigkeitsbegrenzung drin ist. Dass wir dann nicht von irgendwelchen Race-Kiddies abgeschossen werden. Weil da habe ich gestern auch schon und in den Tagen vor einiges erlebt. Leute, die mit ihrem Skoda plötzlich da sich zehnmal überschlagen haben oder so. Oh, Entschuldigung, ich habe die Baustelle gar nicht gesehen. Hatte ich mir auch, ja. Dann fahr vielleicht von vornherein, dann nicht mit 180 rein. Und gestern Abend bin ich dann noch mit meinen Leuten nach Rotterdam reingefahren und das ist ja bekanntermaßen immer ein ziemliches Nadelöhr. Und da ist richtig viel los gewesen. Aber so abgesehen von so ein paar Bekloppten, die du halt überall hast, lief das echt erstaunlich gut im Multiplayer. Also auch Leute, die schön damit 80 dann an dir vorbeigefahren sind oder mit 384 vielleicht mal eine Zeit lang, gibt man denen schon eine Lichthupe, ja, das wieder einscheren, dann bedanken sie sich schön. Ja, das finde ich dann echt lässig und auch über den CB-Funk ein bisschen reden. Das hat schon was. Aber es ist halt mehr so eine Fun-Geschichte, ne? Wenn man das jetzt mal vergleicht, was man da für eine Fahrt bekommt. Ich bin gestern einmal von Zürich hoch nach Kalmar, glaube ich, gefahren. In Schweden.
und habe für die Fahrt über 30.000 Euro bekommen. Davon können wir hier im Singleplayer träumen. Aber wie auch immer, Singleplayer ist für den Realismus da, Multiplayer zwar auch, aber ein bisschen mehr Fun-Faktor auf jeden Fall. Und vor allem auch dafür habe ich mir den Scanner DLC gekauft, dass ich da noch ein bisschen an meinem Truck dort basteln kann. So, UPS, du hast es eilig, wa? Ja, ich kann ja auch mal auf 90 beschleunigen. Am Berg schlechte Wahl. Ich glaube, wir bleiben auf der Spur hier. Sieht auf jeden Fall ganz danach aus. Weiter Richtung Moskau. Da sind aber auch immer noch Sachen unterwegs. Schön den Berg mal abrollen. So, jetzt sind noch 70. Definitiv die Geschwindigkeit auch mal anpassen. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt längere Zeit über eine Landstraße fahren oder ob das nur so eine Art Zubringer zur Autobahn ist. Ja, also mit dem Schilderlesen wird es jetzt hier langsam echt eng. Das heißt eng, ich kann sie einfach nicht lesen, ne? Naja. Wir haben ja Navi dabei, das geht. Ach, mal wieder ein Kreisverkehr. Hier ein bisschen aufpassen, nicht dass hier wieder irgendwie der Hänger hinten am Bordstein kleben bleibt. Aber das sieht auch geil aus, das Teil hier.